Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter Online. Ich bin Mr. Katafira, Let's Play, das kann ich nicht. Und mit dabei ist Fironia. Hallo. Geh weg, du Krabbe. So. Wir haben herausgefunden, dass dieser eine Zwergensoldat in Wirklichkeit gar kein Zwerg, normaler Zwerg war, sondern der König. Der Zwerg von Gontagrim. Aber das ist ein Geheimnis, das dürft ihr nicht weiter erzählen. Ihr habt es ja gehört, wir sollen das Geheimnis unter uns behalten. Also, psst, ja, nicht sagen. Nicht sagen, ganz ruhig. Psst. Einfach so. Nur ein Zwerg. Und Hemd. Und Bart. Er hat eine Sprechrolle gehabt bisher. Der Zwergkönig. Bonigo erwartet euch im Treibholz. Nachdem er mir nochmal seine Geschichte erzählt hat, fiel ihm auf einmal ein, wo er falsch abgebogen war. Und möchte nun, dass wir beide ihn nach Gontagrim begleiten. Leider kann ich meinen Posten in Neverwinter nicht zurücklassen. Selbst für eine mehrtägige Kurzreise nach Gontagrim nicht. Ich werde hier gebraucht, von den Bewohnern wie von den Wachen. Sprecht mit Bonigo und grüßt ihn von mir. Und viel Glück in Gontagrim. Viele haben es bereits versucht, aber ihr beide könntet es tatsächlich schaffen. Ja, wir beide könnten das wirklich schaffen. Und du siehst, was man bekommt? Ja, wie ich schon vermutet hatte. Ein Artefakt. Allerdings, das ist ja ein Artefakt der Stabilität und keine Artefaktausrüstung. Hm. Dann ist vielleicht doch, die Artefakte vorher, also die Resonanzsteine für die Waffen und die Offhand, die man vorher gekriegt hat. Ja, das kann sehr gut sein. Jetzt, weil jetzt kriegt man nämlich auch Stabilitätssteine, die dann für das Artefakt da sind. Hast du auch einen Buenos Helm, der einen Thron der Zwergengötter hervorbringt, der Feinde verlangsamt und Verbündete stärkt? Ja, mit 42 Verteidigung. Ja. Und Verteidigung Feinde bewegen und sich langsamer und Verbündete erhalten Verteidigung und Lebensentzug. Genau. Sehr, sehr cool. Ja, den will ich haben. Ich auch. Einfach nur das haben will zur Not. Ja. Annehmen. So, mal wieder ab in die Kneipe. Gucken, ob du wen da oben jetzt wieder siehst. Bitte nicht. Jetzt sehe ich ihn auch. Jetzt steht er. Da stand vorher auch. Da stand er vorher auch immer. Ja, und steht bei dir jetzt hier der andere Zwerg? Nein. Hier? Nein. Nein. Hier steht bei mir jetzt Bonigo. Was? Hier steht der, wo die ganze Zeit stand. Nein, der steht bei mir nicht. Zeitreisen. Creepy. Der Doktor. Der Doktor hat eindeutig seine Finger mit im Spiel. Das ist echt creepy. Okay, also scheint diese Kampagne doch irgendwo ein bisschen... Nein, die ist nicht verbuggt. Nein, sorry. Das habe ich auch nie gedacht. Gab ja auch langwierige Pre-Test-Server und hast du nicht gesehen, da wurde ja alles getestet und alles behoben, was an Bugs drin war. Genau. Naja, Herr Abenteurer. Battlehammer. Uno. Ihr habt es geschafft. Es überrascht mich nicht, dass Belgold es nicht geschafft hat. Aber ich dachte, ich sollte es zumindest versuchen. Ich denke, ich weiß jetzt, warum mich der Thron verstoßen hat. Es ist wegen Puent. Er ist hier in Gontagrim verschollen. Mein letzter treuer Gefolgsmann ist weg und ich muss ihn finden. Was für ein König wäre ich, wenn ich meine einzige treue Wache dort draußen allein ließe. Wir müssen nach Gontagrim und Puent retten. Ah, ja. Ich habe Seite an Seite mit Puent gekämpft. Lasst ihn uns retten. Auch gegen ihn gekämpft. Na, das müssen wir ihm ja nicht sagen. Na gut. Es gibt Dinge, die muss ein König nicht wissen. Na gut. Das kann er ihm alleine erzählen, dass er böse war und kontrolliert wurde. Auf nach Gontagrim. Again. Ich möchte gerne ein bisschen mehr von Gontagrim sehen und nicht immer nur den gleichen Thron sagen. Ja, wir müssen wieder durch den gleichen Gang rennen. Thron von Gontagrim. Okay, diesmal müssen wir nicht durch den Gang rennen. Nein, wir sind direkt im Thron. Hey! Saal. Im Thron. Im Thron, genau. Oh Gott. Wäre interessant, wenn wir nicht verstoßen werden würden. Oh. Direkt im Thronsaal. Na, ja. Traust du deinem Thron? Komm, ich setz mich mal drauf. So. Ich bin der König der Zwerge! Betet mich an! Warte.
Ich wusste, dass du suchst. Ich wusste es. Sehr gut. Ich wusste, auf dich ist Verlass. So, Herr Bettlehammer. So, was hast du zu sagen dazu? Wir müssen Trent finden, damit wir ihm im Kampf gegen diesen Fluch helfen können. Er ist in die unteren Tunnel gelaufen. Wir sollten dort mit unserer Suche beginnen. Ja, dann suchen wir tiefer in Gauntlegrim. Macht Sinn. Sag mal, in... Oh, finden wir meinen Trent. Oh. Oh, das ist voll die Love Story, ey. Vielleicht sind es auch schwule Zwerge. Ich meine, ich weiß nicht, wieso wird es das nicht geben bei Zwergen? Das stimmt, die Frauen sehen ja auch aus wie Männer. Wie ist das? Es gibt doch in Dragon Age, gab es doch, oh, Sequenz. Hast du eine Sequenz? Ja, ich habe eine. Achso, warum? Ja, ich, gut, ich nicht. Man hat nur den Gang unten gesehen. Na, dann muss ich mir doch das Let's Play angucken, damit ich die Sequenz sehen kann. Du musst das Let's Play angucken. Erschlagener Krieger der Drow. Die Drow. Die altbekannten Drow. die Wunden dieses Drow und des Kriegers neben ihm scheinen zu Friends Kampf zu passen. Natürlich! Erkenne ich sofort. Ja. Wir sind auf dem richtigen Weg. Gehen wir weiter. Dragon Age, da gab's doch auch diese Minen unter den Zwergenreich. Ja, ich weiß, wie es so meinst. Dragon Age im gleichen Lore wie... Nee, ich glaube nicht. D&D? Ich glaube, Dragon Age ist unabhängig. Oh, mit 6? Wolltest du es nicht haben? Nee, scheinbar nicht. Bei einer 2. Schlagender Krieger, der Drow. Hey, Drow. Da sind noch mehr Drow. Ich finde immer süß, dieses Fragezeichen über ihren Köpfen, wenn du unsichtbar wirst. Das ist immer so, hä? Der war doch nicht mehr. Der, wo ist der Feind, den man gerade gesehen hat? Nein! Was? Den? Tja. Ist hier noch irgendwas anderes Spannendes? Nö. Weil das sieht doch alles so ein bisschen danach aus. Ja, also es sieht schon danach aus, aber es ist wirklich ein anderes Setting. Assassinen in Drow-Drows. Drow-Drows machen die gleich weniger spektakulär oder beängstigend als nur Drow, ne? Drow-Drow. Was? Das ist die Weiterentwicklung von Drow-Drow? Ja, das ist die Drow-Drow. Drow digitiert zu Drow-Drow. Ah, da ist eine drinne. Drinne? Nein, eine Drow drinne. Eine Drow drinne. Das ist die nächste Stufe. Nach der Drow-Drow kommt der Drow-Drinne. Drow-Drinne, oh Gott. Daher auch D&D. Drow-Drinne. Drow-Drinne. Oh Gott. Knoten in der Zunge. So kriegst du's hin. Es wird noch schlechter. Läuft. Das Niveau. Ja, aber weg. Weg. Und das Niveau läuft. Da laufen die Drow. Drow. Weg. Okay, ist ja gut. So, und jetzt kommt wahrscheinlich der Big End Fight und ich habe meine Daily gerade aufgebraucht. Ich habe auch gerade keine. Warte. Ich kenne noch diesen Dungeon-Aufbau. Stimmt. Nee. Und? Leider nicht. Auch wenn es wirklich genau der Aufbau ist, dass dahinter ein Funktionsknoten. Nein, wie hießen die? Fertigkeitsknoten, genau. Nicht Funktionsknoten. Also das heißt, wenn ihr diesen Aufbau seht, immer mal dahinter gucken. Genau. So, Aussicht. Aufsichtsebene. Ist außer Sicht. Die Aussichtsebene ist außer Sicht. Ach du Scheiße. Das kenne ich. Die Lavagrube. Und dann nehmt euch Gauntlegrim. Ihr werdet weder meinen Prent noch mein Gauntlegrim anrühren. Widerliche Drow-Hexe. Richtig cool. Hey, lass mich nicht draußen stehen. Das sieht gut aus, bevor wir reingehen. Okay, wie schon. Nee, ich stehe hier vorne. Das sieht richtig gut aus. Alter, mit diesem riesigen, was auch immer das ist für ein Stein, mit den Kristallen, mit den lilanen. Mhm. Und die Säulen, das haben sie richtig gut gemacht. Und man kann ja schon mal so viel spoilern, dass das hier ein Gefecht ist. Dieser Raum. Genau. Wie auch der Thronsaal. Ist der Thronsaal auch ein Gefecht? Ja, das andere Gefecht. Der auch Thron der Zwerge heißt.
Stimmt, genau. Da hab ich gar nicht kommen. Mehr im Hinterkopf gehabt. Ich glaube, du läufst eher das Gefecht und ich glaube eher das andere. Wo ist die denn, die Olle? Die hat sich in eine grüne. Die ist da hinten. Oh, wo? Oh. Andere Seite, da hinten. Dieser weißen Säule der Weißhaftigkeit. Hm? Die Champions der Draw Dwarves. Drücken Sie die Champions der Rekruten. Haha! Rekruten. Töpfe, Hexe. Ha! Deine Zeit ist um! Du Jojo! Na, Feschni! Ich beschwöre dich! Wer ist Na Feschli? Oder wie der hieß? Keine Ahnung, aber. Schweinebärmann! Das Warum hat der noch. Oh, der steht direkt vor mir. Schweinebärmann! Warum hat der denn noch. Oh, raus aus der Zone, raus aus der Zone! Okay, das ist dir egal. Zum Glück. Der hält ja nichts aus. Weichei! Okay. Er sah schlimmer aus, als er war. Ihh, der zergeht in Matsch. Bruno hat's dahin gerafft. Nein! Aber wir können ihm noch helfen. Tust du das gerade? Nee? Ich kann nämlich gerade. Ach, jetzt kann ich. Ah ja, okay. Ich bin Kleriker, das ist meine Aufgabe. Ja, gut. Wo ist Puen? Puen, eines Tages rette ich euch den Hintern. Versprochen, lasst uns zum Thronsaal zurückkehren. Was? Was? Wo ist er denn hin? Ja, Infos! Hä? Alter, was ist das hier? Ist das Gauntagrim? Alter, ist das geil. Da hinten mit der riesigen Zwergenstatue, siehst du die da hinten? Ja, so ganz verpixelt, ne? Ja, die ist gemalt. Das ist so ein PNG. Aber da hinten, diese Häuser, die echt sind, diese riesigen Säulen mit den Runen, das ist schon echt episch. Das Meine ist Güte. Es wirklich. Wo ist Brent? Tja. Gute Frage. Oh, das ist schon echt episch. Mich würde auch interessieren, was das hier eigentlich ist, auf dem die Zeichen erscheinen und wieder verschwinden. Es ist ganz schön magisch. Auf jeden Fall. Wirklich gut gemacht. Das Respekt an wer auch immer das programmiert und baut, also weniger programmiert, sondern mehr das Design macht. Respekt. Wirklich gut aus. Ich frage mich, ob da auch Salvatore seine Finger im Spiel hatte, dass er Vorgaben oder Vorschläge gemacht hat, wie man das designen könnte. Oder es abgesegnet hat. Oder so, genau. Ja. So. Aber ansonsten ist nur noch zurück zum Thronsaal. Genau. Ich werde mich nie unterwerfen. Und jetzt? Können wir mit dir reden? Nein. Hä? Er sitzt auf dem Thron. Ja, aber hä? Ihr habt euch wacker geschlagen. Es hat Spaß gemacht, an eurer Seite zu kämpfen. Jetzt kann er plötzlich drauf sitzen. Ja. Okay. Und ich habe als Aufgabe, ich muss ihm helfen, Brent in Gauntagrim zu finden. Also ich kann auf jeden Fall der Zwergenkönig abschließen. Ich nicht. Bei mir ist Bueno helfen, Brent in Gauntagrim zu finden. Soll ich es nur abschließen? Kannst du es bei ihm abschließen? Ja. Mach mal. Und? So, ich habe die Quest komplett abgeschlossen. Ich habe das Artefakt bekommen. Geil, ich nicht. Und kannst du nichts mehr mit ihm machen? Nein, ich kann nur, ihr habt euch wacker geschlagen. Ich wünsche wünsche einen guten Tag. Kannst du jetzt hier nochmal durch die Tür durchgehen? Nein, doch. Scheinbar. Dann machen wir das einfach nochmal. Wie es scheint, hä? Hä? What the fuck? Der Raum ist alles leer, das ist alles tot, keine Gegner. Weil ich soll nämlich einfach nur noch mit Bruno Battlehammer sprechen und dann gehen. Zum Glück ist das Spiel nicht verbuggt. Ja, weil was ziemlich nervig ist, ist, wenn du das hier nicht abschließen kannst. Kann ich die Kampagne nicht machen. Oder kannst du die Kampagne nicht machen, richtig. Und das Artefakt kriege ich auch nicht, was fast genauso schlimm ist. Naja, also hier ist wirklich alles tot. Hä?
Neverwinter, tu mir das jetzt nicht an. Kein Bock, mit dem Support schon wieder zu schreiben. Die sind nämlich nicht gerade hilfsbereit. Ich weiß noch, wie ich mit einem meiner Charaktere aus Versehen eine Quest abgebrochen habe und danach nie wieder annehmen konnte. Ja? Ich konnte keinerlei Quests im Drachenbrunnen machen. Jetzt bin ich wieder hier. Ich auch. Ja, geil. Du kannst nichts machen? Ich kann nichts machen. Und ich kann auch übrigens das Portal nicht nutzen, was hier ist. Weil ich kann mir bei ihm jetzt eine Quest holen. Geil! Pass auf, ich gehe mal aus der Gruppe raus. Ich nehme die Quest schon mal an, ne? Ja. Ja, mach das mal. Mach mal was. Mal gucken, was passiert. Hast du die angenommen? Ja. Nichts passiert. Ich gehe mal aus der Gruppe raus. Ah ja, ich kann meine Karte jetzt verlassen. Mal gucken, was passiert. Vielleicht muss ich das einfach nochmal alleine spielen, sozusagen. Ja, aber wie nervig ist das denn? Würde wieder dazu passen. Ja, ich sieht sehr danach aus, als müsste ich das nochmal alleine spielen. Nee, aber ne, wieso? Ich kann doch jetzt mit rauskommen und kann nochmal mit dir durchlaufen. Da müsstest du einfach nur den Gruppenlead haben. Ja. Und wenn ich dann mitkomme, dann müsste ich doch keinen Einfluss haben. Das kann gut sein. Teleportiere mich mal raus, ne? Protect das Enclave. Mach das mal. Hoffen wir es einfach mal. Ey, wenn nicht, dann ist es aber echt ziemlich mies. Yeah. Weil das Spiel ist ein MMORPG, wo man nicht unbedingt alles solo macht, ja, sondern zusammen in Gruppen halt durch die Gegend rennt. Und gerade bei so einem wichtigen Punkt, bei so einer wichtigen Quest, wo es darum eine geht, Kampagne freizuschalten, vom neuen Modul freizuschalten, ja, und dann da so einen Bug reinzuhauen, dass man nicht in der Gruppe sein darf. Sorry. Das ist echt... Das ist... Vor allen Dingen, das ist wieder so eine Sache, die hätte man testen können. Ja. Und du kannst mir nicht sagen, dass auf einem Preview-Server niemals irgendjemand in der Gruppe gespielt hat. Ja. Bei einem Spiel, was darauf aufbaut, in der Gruppe zu spielen. Ja. Naja. Gut. Kannst du teleportieren gerade? Weil du bist an einer anderen Instanz. Ich kann noch nicht teleportieren, erst in einer Minute. Aber ich kann mein Artefakt aber schon mal anlegen. Mach das mal. Soll ich dir schon mal zeigen, wie es dann aussieht? Ja, mach das mal. Also geht ja noch nicht, du bist ja nicht hier. Also dann, wenn du da bist. Ja. Ich würde sagen, wir machen einen kurzen Cut, dann bis wir so weit sind, dass wir alles wieder haben. Wir müssen das ja nicht nochmal aufnehmen, wieder durchlaufen. Hat ja keiner was von. Wir haben das ja alles schon mal gesehen. Ja, das musst du entscheiden. Ja, wir haben das ja alles schon mal gesehen. Na gut. Bis gleich. Selfie nochmal hoch. Wo ist Point? Ja, ja, kennen wir schon. Jetzt stehen wir mir auch zum Thronsaal. Zurückkehren. Du guckst dir die Sequenz noch an? Ja, ich bin. Ich fand das so schön, dieses. Ist es? Oh. Ich habe dich jetzt übrigens auch wieder die Quest zum Thronsaal zurückkehren, ne? Ja. Und jetzt muss ich auch. Zum Hauptmann Belgold zurückkehren, steht jetzt bei mir auch. Und ich kann jetzt bei ihm auch an die Quest annehmen, hier, abgeben. Zum Glück. Meine Güte. Spaß gemacht, wenigstens etwas. Wenigstens. Dann gucken wir mal, was er sagt. Wie ihr seht, hat der Thron mich wieder akzeptiert. Selbst wenn ich Brent nicht gerettet habe, weiß Moradin doch, dass ich es wollte. Der Thron hat ein Geschenk für euch angefertigt. Eine Kopie meines berühmten Helms. Behandelt ihn gut. Es gibt hier noch mehr zu tun und ihr könnt sicher sein, dass ich eure Hilfe erneut benötigen werde. Tatsächlich habe ich bereits jetzt eine neue Aufgabe, wenn ihr wollt. Ihr habt die besondere Questreihe der Zwergenkönig abgeschlossen. Falls ihr beim ersten Durchspielen bestimmte Leistungen versäumt habt, könnt ihr Hauptmann Belgold erneut aufsuchen, um jede dieser Quests ein weiteres Mal anzunehmen. Man kann also diese ganzen Sachen doch nochmal machen. Yay, also das heißt, wenn man... okay, super. Wenn man jetzt also zum Beispiel sieht, ich habe die Münzen doch nicht gesehen oder sowas, kann man das mal machen. Würde mich schon interessieren. Ich glaube, ich werde auch irgendwann offscreen nochmal alleine durchgehen oder mit dir, wenn du Lust hast. Ja. Und gucken, ob wir doch noch was übersehen haben. Mal gucken. Quest abschließen. Da haben wir Questreihe abgeschlossen, neue Titel verdient und die Sammlung wurde erweitert. Yay. Schön. Und jetzt kriegen wir die Quest nach Mantel Derit, die auch wichtig ist, um in diesem Kampagnenmenü endlich was machen zu können. Ja. Du hast sie ja schon angenommen, ne? Hab ich die schon? Warte. Mantel Derit? Ja, ich hab die schon. Aber kann doch, was werdet ihr jetzt machen? Was werdet ihr jetzt machen? Im gibt es viele Probleme, die gelöst werden müssen. Da wäre Vanifer mit ihren Kultisten in der feurigen Grube oder die Drow, die Tunnel unter uns eingenommen haben. Für mich ist es jedoch am wichtigsten, meine Freunde zu finden.
Trist, Regis und meine Tochter, Catty Bree. Catty wird vielleicht wissen, wie man dem armen Trent helfen kann. Wenn ihr wollt, kann ich euch helfen. Ja, ob ihr mir helfen werdet. Ihr habt bewiesen, dass ihr im Angesicht der Gefahr tapfer seid. Das werde ich nicht so schnell vergessen. Ah ja, okay.